Du hast gerade gesagt, das ist so dein Ding, einmal im Jahr quasi dieses 24-Stunden-Rennen zu machen, was ja dann nicht bedeutet, dass du nur einmal fährst, sondern es geht mit dem Training bald einmal los. Ja, sicherlich ist das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring das größte Highlight, weil man weiß ja, die grüne Hölle ist die schwierigste Rennstrecke der Welt. Und es fordert einen nicht so wie die Nordschleife und immer wieder möchte man da dort sein. Ich selbst bin jetzt fünfmal gesamt auf dem zweiten Platz gestanden und ich will das unbedingt immer noch gewinnen, obwohl ich jetzt schon 50 Jahre alt bin. Aber ich sage, ich will, bevor ich aufhöre mit dem Motorsport, dieses Ding noch einmal gewinnen und daran arbeite ich. Und wenn ich es nicht gewinne, habe ich wenigstens diesen Sinn gehabt oder diesen Ehrgeiz, dieses Rennen zu gewinnen. Und das hält mich jung und frisch und motiviert mich jedes Jahr immer wieder, dass ich dorthin gehe. Was ist das Besondere? Also natürlich 24-Stunden-Rennen, eine Legende. Ja, hat jeder irgendwie der ich glaube, es gibt niemanden, der aufwächst und das nicht mitkriegt, dass es 24-Stunden-Rennen gibt. Was ist das Spezielle an diesen am Rennen? Also gut, man muss schnell fahren etc., aber da kommen noch die Nachtkomponente dazu. Was findest du, ist das Schwierigste da? Ja gut, die Umstände. Du kannst nichts voraussehen. Es ist an jede Runde anders. Du weißt nicht, passiert ein Unfall, passiert keiner, ist eine Sperre oder ist da Safety-Car-Phase oder irgendwas. Also, und auch du überholst ja pro Runde mit so einem GT3 bis zu 60 Autos in einer Runde. Und diese Herausforderung, jede Runde das zu machen, über 24 Stunden und da keinen Unfall zu bauen und niemanden zu berühren, das ist die Kunst. Und trotzdem fährt man mittlerweile nicht mehr, lassen wir es mal bei 12 Stunden angehen und die nächsten 12 Stunden geben wir Gas, weil dann weniger Autos auf der Rennstrecke sind. Nein, heutzutage ist es so, man muss wirklich von der ersten bis zur letzten Minute volles Programm fahren, also richtig Sprintrace, und das ist mittlerweile sehr, sehr hart und wir haben wirklich gute Talente da oben mittlerweile, auch junge Fahrer, die wollen ein ganz anderes Risiko heutzutage gehen, und wenn sie durchkommen, sind sie die Sieger, und das ist das, warum es so schwer ist, dieses Rennen zu gewinnen. Weil die jungen Wilden einfach sich nichts scheißen, sozusagen. Denen ist es wurscht, weil die brauchen einfach, die haben noch Jahre vor sich, das zu gewinnen. Und einer in meinem Alter sagt, ich muss das jetzt irgendwann mal schaffen, weil irgendwann ist die Zeit auch vorbei. Und da ist es halt immer schwierig. Aber vielleicht ist das Glück mal auf meiner Seite und meine Taktik geht auf und dann haben wir das Ding im Sack, weil das ist eigentlich das Einzige, was mir noch in meiner Karriere fehlt, was ich nicht gewonnen habe. Apropos Karriere, du bist ja tatsächlich ein Urgestein und hast ja auch ganz viele Phasen der Motorsportzeiten durchlebt. Ich glaube, eine der emotionalsten Zeiten war ja unter anderem auch die DTM, wo dann ein Mercedes 190 gegen E30, M3 etc. gefahren ist. Also sehr furiose und auch sehr aufreibende Zeiten. Wie siehst du die Entwicklung von Motorsport allgemein? Jetzt in dem Fall ist der Name Abt auch bekannt im Bereich Formel E. Was ist da so deine Einschätzung? Wie geht's weiter? Ja, das ist ein schwieriges Kapitel oder ein schwieriges Thema, das zu erklären. Meine Generation wird sich schwer tun, mit dieser neuen Geschichte E-Mobilität anzunehmen. Aber ich habe auch schon eine größere Tochter, die arbeitet bei der Formel E-Organisation und es wird kommen. Wir können es nicht aufhalten. Es wird immer mehr und mehr die Zukunft. Die Rennen werden von den Rennstrecken in die Städte gehen. In den Städten kann man diese Events ganz anders organisieren und ja, populär machen. Und ich bin mir so sicher wie Samen in der Kirche, dass die Formel E in 5 Jahren vor der Formel 1 ist weltweit. Wahnsinn. Wir haben es ja schon so, dass es in Europa wird es jetzt nicht ganz so angenommen, aber weltweit ist es ja ein Wahnsinnsboom. Also gerade in Amerika und im asiatischen Raum und gerade in Mexiko, wo sie waren, die haben ja mehr Zuschauer wie die Formel 1, die Formel E. Also unvorstellbar, was da auf uns zukommt. Habe ich das richtig gehört? In 5 Jahren, glaubst du, ist das größer? Also definitiv. Aus welchen Gründen? Weil diese Generation, die junge Generation, das einfach annimmt, Formel E, und das einfach vergisst, was früher mit dem normalen Motorsport und mit Motoren, Sound, was es einmal war. Das ist, der Formel 1 ist ja eh schon weg, dieser richtige Sound und diesen Turbo-Sound, das interessiert die Jugend schon gar nicht mehr, das ist schon vorbei, deswegen haben sie ja keine Zuschauerzahlen mehr. Und bei der Formel E ist voll Haus, die haben 200.000, 300.000 Leute an der Rennstrecke.
das bringt die Formel 1 gar nicht mehr zusammen. Und das ist, schon ist es auch spannender? Ist die Formel E spannender, weil sich da mehr tut? Weil, also, jetzt ist ja oft so, dass sich gar nichts mehr tut. Ne? Also der Startziel, Sieg und wir fahren in Gänsemarsch durch die Rennen. Also ich kann es nur so sagen, ich bin bestimmt 3 Jahre gar nicht zur Formel E hingegangen, weil es mich nicht interessiert hat. Weil jemand gesagt hat, das hat nichts mit Motorsport zu tun. Aber irgendwann war ich dann da und dann habe ich gesehen, dass sich echt irgendwas geändert hat. Und diese Rennen in der Stadt, die sind einfach Wahnsinn. Und die Formel E hat Überholvorgänge, da kann man auch vom letzten Platz vorfahren. Und die haben 2 Autos, die haben den Boxenstopp. Also, diese Rennen sind viel mehr spannender als die Formel 1. Also wenn ich die Formel 1 wirklich anschaue, bis auf das letzte Rennen, das war jetzt mal sehr interessant mal wieder, weil da waren die letzten paar Runden mal richtig toll, aber die letzten 5 Runden, ich habe schon nach 10 Runden gemeint, ich muss das Ding abschalten, weil da war alles klar. Nur, in der Formel E weißt du nie, wer gewinnt. Weil die haben ja dieses Lifting-System da drin, also die müssen ja Energie sparen und durch das Liften immer, die gehen ja vor der Kurve vom Gas runter und bremsen das später, sind diese Überholvorgänge da. Und je nachdem, wie viel Energie der in seinem Fahrzeug hat, je nachdem kann er fahren. Und das macht das Ganze ein bisschen attraktiver und besser. Und ich glaube, auch ich muss zugeben, obwohl ich ein Kritiker bin von der ganzen Sache, weil ich einfach diesen alten Motorsport sehr, sehr liebe, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Aber im Leben ändert sich ein paar Dinge und dann wird sich auch das ändern und man muss das mit annehmen. Wenn wir von spannend oder spannenden Momenten sprechen, was sind denn so deine prägendsten Erlebnisse? Hat es einmal irgendeine Situation gegeben, wo du am Nürburgring Oha-Momente hattest? Wahrscheinlich einige, aber was sind so 1, 2 Anekdoten, an die du dich erinnerst? Ja gut, der Highlight in meiner Karriere war auf jeden Fall, wo ich in Le Mans gewonnen habe, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Ich bin im ersten Jahr angetreten und habe es gleich im ersten Jahr mit Audi, für Audi, wo auch Audi zum ersten Mal gewonnen hat, 2000 mit denen gewonnen. Das war gerade, ich glaube, mein bester Highlight. Dann natürlich 1999, wo ich die Tourenwagenmeisterschaft gewonnen habe mit Audi. Und dann habe ich lange DTM gemacht und DTM ist halt so auch ein bisschen politisch. Also da ist man halt Rennfahrer und Angestellter und da kann man nicht immer nur seine Bedürfnisse des Erfolges durchsetzen, sondern muss man sich halt einfach seinem Arbeitgeber fügen. Und dann habe ich ja irgendwann mal 2007 aufgehört, dann war das mir wieder zu langweilig. Dann habe ich einen Einstieg gemacht mit so einem GT3-Fahrzeug in der GT Masters und habe das gleich auf Anhieb auch wieder gewonnen. Also es gibt viele Highlights, also ich kann nicht sagen, dass es nur einer war, aber ich glaube, der prägendste Moment war halt, wo ich einmal in meinem Leben nachgedacht habe, war in Le Mans mit dem offenen Autos, wo die Mercedes da in den Wald reingeflogen sind. Genau, ja. Da habe ich mir dann überlegt, ob das dann die richtige Rennstrecke ist für meine Zukunft. Und das habe ich dann auch beendet nach diesem Erfolg. Und habe mich nur noch auf geschlossene Autos konzentriert. Und hattest du auch Momente, wo es echt knapp an der Grenze war, wo du das Fahrzeug bei einer hohen Geschwindigkeit noch abgefangen hast? Gibt es da Sachen, an die du dich auch erinnerst oder die du aus eigenen Worten erzählen oder schildern kannst? Das ist ja das Witzige, wenn in der Zeit, wo man Rennen fährt und wo das alles stattfindet, passieren dann nur so Highlights und so Momente, auch gerade auf der Nordschleife, was du da nachts alles erlebst. Aber das kommt Jahre später, wenn du dann auf einmal im Bett liegst und denkst darüber nach, dann wird es dir ganz komisch und denkst, was hast du alles in deinem Leben gemacht, warum hast du das alles überlebt? Also das, in dem Moment merkt man das nicht so, aber Jahre später, wenn man dann darüber nachdenkt, was man eigentlich für einen Schwachsinn alles macht, es ist dann schon manchmal zum Nachdenken. Aber das ist ja das Schwierige, wenn man jetzt in meinem Alter dann 24 Stunden fährt, denkt man zu viel. Und da muss man wirklich mit sich lange reden, dass das alles aus dem Kopf geht, weil sonst ist man nicht schnell. Weil schnell kann man nur sein, wenn man darüber nicht nachdenkt. Was da alles passieren könnte. Kommen wir zur Messe, die wir zum ersten Mal jetzt in Wien haben, sind sehr happy, dass du da bist. Wie geht's dir, wenn du durch die Hallen gehst? Du bist jetzt gerade angekommen. Autos magst du logischerweise und hast du gerne. Wo zieht es dich eher hin? Da rüber so zu den alten Cadillacs, die irgendwie aufgemotzt sind, zu den Rennautos oder da drüben haben wir alte Käfer, ich weiß nicht, ob Sie gesehen hast, die teilweise aufgemotzt sind, aber noch total dirty ausschauen. Lowrider Show hatten wir gerade draußen, die Drifter. Wo ist so deine Ecke, wo du sagst, da zieht es mich als erstes hin oder ist es eh alles, weil Motorsport einfach super ist?
Ja, sicherlich besuche ich ja seit 20 Jahren ungefähr die Motorshow Essen, mehr, sogar vielleicht 25 Jahren. Und ich kenne diese Szene, Tränen immer die Augen, wenn ich dann sowas sehe. Es freut mich immer wieder, in diese Szene zu kommen und das alles anzuschauen, weil es ist einfach unbeschreiblich, was jeder da an so einem Auto leistet. Vielleicht kann das gar nicht jeder so richtig beurteilen, wie viel Fleiß und wie viele Stunden in solche Autos drinstecken. Aber es ist schon manchmal erstaunlich, was manche wirklich aus so Autos bauen. Und deswegen schaue ich mir das auch sehr, sehr gerne an. Jetzt hast du gesagt vorhin, die Formel E wird die Formel 1 überflügeln in 5 Jahren. Hier haben wir jetzt gar kein E, weil es hätte ein E-Auto kommen sollen vom Stoll, aber der ist in Amerika hängen geblieben oder die fahren dort noch irgendwas, irgendwelche Rennen drüben oder so. Der Motorsport oder das Rennen an sich ist vielleicht, aber wird nicht aussterben. Ne? Weil es waren die Wagenrennen früher und dann wird es halt irgendwann mal die E-Ding sein. Ja, der Rennsport. Ja, ja, der Rennsport. Der Motorsport stirbt aus. Der Motorsport vielleicht, aber der Rennsport. Der Rennsport bleibt und der Motorsport stirbt aus. Du machst doch viel. Nein, das darf man nicht sagen. Also, man merkt ja auch heutzutage, dass der Oldtimer kommt. Und Oldtimer Grand Prix, ich war jetzt in Goodwood auch und habe mir das mal angeschaut, ist ja unvorstellbar. Da ist ja die Hölle los. Da meinst du, bist wirklich im Zeitalter 1960 wieder und total irre. Die Leute, die Zuschauer sind so angezogen, die Mechaniker sind in den Overalls. Also, das wird immer noch da bleiben. Also ich glaube, der Motorsport wird auch später immer noch ein Teil sein. Nur der oberste Motorsport, der oberste Rennsport, das wird irgendwann alles in E-Technik sein. Also das kann man nicht bremsen. Außer die Regierung bremsen und kommen mal drauf, dass das ganze E-Getuse eigentlich mehr umweltschädlich ist als wie der Motor. Aber das ist ein schwieriges Kapitel. Total schwierig. Oder? Und deswegen halte ich mich auch raus. Ja, oder es kommt die Formel Diesel wieder. Ja, wenn man was umweltfreundliches wäre, dann sollte man den Diesel wiederholen, ja. Du, eine Frage, die mich persönlich brennend interessiert und ich glaube auch viele von den Zuschauern heute da. Was war dein erstes, oder welches war dein erstes Auto und was war die erste Modifikation, die du an deinem Auto gemacht hast? Ich habe damals einen Golf 1 gehabt, habe damals als 18-Jähriger als allererster in den Golf 1 einen 16V-Motor reingebaut mit einem Turboantrieb, also Turbo aufgeladen. Nein. Hat 300 PS damals gehabt und das war mein Auto, aber das Problem war damals immer das Getriebe, das hat nie gehalten, also aber das habe ich damals gehabt, also das war schon damals ein Highlight. Welches Jahr war das? Ich weiß nicht mehr, ich glaube 85, 86. Okay. Ja, das ist aber schon harter Tobak. Ja. Ja, vor allem, wenn man hernimmt, den 16V-Motor hat es ja damals gegeben im Golf 2 GTI. Ja, das war nicht einmal der 16V vom VW, sondern der 16V vom Oettinger. Ach so, da legst du noch einen drauf, sagen wir. Ja, na, spannend. Das heißt, du warst schon immer sehr performance-orientiert, kann man eigentlich sagen. Gut, unsere ganze Familie, also das Abt gibt es seit 60 Jahren, also seit 120 Jahren Abt selber, aber das ganze Motorsport-Thema, was bei Abt ist, das gibt es seit 60 Jahren und das Tuning speziell, das habe ich meinem Vater damals noch gemacht, aber wir machen das seit 35 Jahren, seit ich dabei bin und habe das ja nur so erlebt. Und wenn man heute sieht, was Abt ist, das ist ein Weltkonzern geworden. Absolut, ja. Das ist schon, ja, da bin ich schon stolz drauf, was wir da alles so, die letzten 25 Jahre, was wir noch draufgesetzt haben, ich und mein Bruder, da bin ich schon stolz drauf. Ja, vor allem, man sieht es ja auch, wenn du davon sprichst, also man merkt auch wirklich die Leidenschaft dahinter und das ist, glaube ich, das, was ein Unternehmen heutzutage auch auszeichnet. Zum einen hast du das Know-how aus diesen vielen Jahren, Jahrzehnten, den Motorsport-Input und wenn dann noch das Herz auch dafür schlägt, dann ist es ja, besser geht es ja fast gar nicht. Ich wollte noch fragen, aus der Firmengeschichte jetzt, weil du sagst, seit 60 Jahren, womit es angefangen hat, wo es jetzt steht, Wahnsinn. Wir haben über die Zukunft, über E-Formel geredet. Wo geht es denn hin für euch? Was ist denn so eine, man hat ja auch eine Vision wahrscheinlich. Ne? Dein Vater oder ihr werdet eine Vision gehabt haben, das mal zu gründen. Und jetzt nach 60 Jahren, was sind so die weiteren Schritte? Ja, sicherlich kommt ja neue Generation dazu. Deswegen haben wir ja da ein bisschen eine Veränderung in der Firmenstruktur eingeführt, dass mein Bruder das mit dem ganzen Tuning macht. Mit der ganzen E-Mobilisierung und auch E-Autos in Zukunft vielleicht sogar bauen wird. Ich habe mich aber mehr wieder in den Bereich rein Classic bei uns. Wir restaurieren Classic-Autos auch jetzt in Zukunft
konzentrieren uns auch auf die alten Autos, was wir damals gehabt haben, weil wir haben ja auch Kinder und da kommt die nächste Generation, dann muss jeder mal wissen, was er zu tun hat. Und das ist ganz, ganz gut, aber was die E-Technik angeht, da wird sehr, sehr viel in Zukunft kommen von Abt. Da wird man auch sehr, sehr viel hören. Wir haben jetzt auch so Rekorde da geschaffen mit so einem A3 mit 1200 PS oder mit dem RS6 mit 1000 PS, alles auf E-Technik. Also wir sind da schon sehr, sehr führend, weil wir wirklich vor 10 Jahren damit angefangen haben, wo jeder gesagt hat, das ist eigentlich viel zu früh, aber das war gut, Gott sei Dank gut so. Und wir haben recht gehabt, dass das wirklich sich durchsetzt und man kann es nicht mehr aufhalten. Aber ich bin nicht der Fan von E-Technik. Also, weil überzeugt bin ich nicht, weil die Zukunft wird es schwierig sein, dass wir die Ressourcen haben für ausreichende Batteriegewinnung und so weiter. Also es ist schon ein schwieriges Thema, aber in Deutschland, die Regierung hat es so angenommen, das muss man mitmachen. Der digitale Fußabdruck einer Autobatterie auch nicht der kleinste, ne? Wenn man das in den Vergleich stellt. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Driften, taugt dir das? Weil Drift Show kommt dann später wieder. Ist das für einen Rennfahrer, ist das schon so? Oder? Das ist immer faszinierend. Also ein Rennfahrer gefällt es, das zu machen. Und die Zuschauer, die sind doch begeistert, wenn da draußen, wenn es mal ein bisschen quietscht und stinkt und qualmt. Und ich hoffe, dass die Stadt Wien da nichts dagegen hat, weil das ist ja immer ein schwieriges Thema, auch in Deutschland. Aber wir haben ja auch eine Fangemeinde, wo das sehen will. Und warum, wenn es auf einer abgesperrten Strecke ist und nicht in der Öffentlichkeit, dann sollte man das doch ab und zu machen dürfen. Ja, am Ring geht es eh schwer in Wien, weil das immer für den Verkehr. Ja, aber... Du meinst, es geht schon, es ging ja schon einmal. Nein, der 10 ist gar nicht. Also die, die das auf der Straße machen, finde ich nicht okay. Ja. Aber so finde ich es nicht. Das ist großartig. Christian, genau. Abt, vielen Dank für den Besuch. Okay. Christian Abt bei uns auf der Custom Wheels in Vienna. Vielen Dank.